Also wenn ich da mal zurückdenke, so an meine Jugendzeit, ich meine, ich will nicht sagen, dass Politiker nie korrupt gewesen sind, aber Politiker waren früher, zumindest die Spitzenpolitiker, grundlegend gebildet. Also die konnten sich vernünftig ausdrücken, die waren halbwegs intelligent. Und wenn ich heute sehe, wer uns politisch regiert, dann muss ich sagen, die wären früher noch nicht mal als Hilfspersonal eingestellt worden. Also das sind Leute, die von ihrem Fach so gut wie überhaupt nichts mehr verstehen. Aber das ist alles gewollt, weil diese Leute sind nichts anderes als Marionetten. Und Marionetten, die sich steuern lassen, da muss man einfach dumme Menschen nehmen und da muss man Leute nehmen, die besonders inkompetent sind, weil die kann man in die eine oder die andere Richtung führen. Und wenn man sich unsere Spitzenpolitiker ansieht, wenn man sich Annalena Baerbock ansieht, wenn man sich Herrn Habeck ansieht oder Herrn Özdemir von den Grünen oder auch Herrn Scholz oder auch Herrn Lindner, das sind alles nichts anderes als gesteuerte Marionetten, die selber intellektuell wirklich auf einem ganz niedrigen Niveau funktionieren. Und das ist das Desaster, in dem wir jetzt sind, wo eine Bundesregierung sich jetzt erpressbar macht mit Blick auf die Talisbahn. Deshalb halte ich es auch für besonders wichtig, dass sich jedes Land mit den weiteren Schritten, die wir als EU gegen Putins Regime ergreifen wollen. Das klingt jetzt mega abstrakt. Wir haben immer hardcore gestritten in den letzten Jahren. Das sehen wir ja jetzt überall, dass Läden, die darauf angewiesen sind, dass die Menschen Geld ausgeben, Blumenläden, Bioläden, Bäckereien gehören dazu, dass die wirkliche Probleme haben, weil es eine Kaufzurückhaltung gibt. Und dann sind die nicht insolvent, automatisch, aber sie hören vielleicht auf zu verkaufen. Wenn ich aufhöre zu verkaufen, verdiene ich kein Geld mehr, dann muss ich die Insolvenz anmelden. Nach 2 Monaten, wenn ich es nicht getan habe, habe ich Insolvenz geschleppt. Ja, man würde dann insolvent werden, wenn man mit der Arbeit immer größeres Minus macht. Ja, aber wie wollen Sie denn kein größeres Minus machen, wenn Sie Leute bezahlen, aber nichts mehr verkaufen? Also Herr Bundeskanzler, die G7 haben bekannten sich sehr ausdrücklich zu den Sicherheitsgarantien für die Ukraine, auch nach dem Krieg. Könnten Sie konkretisieren, welche Sicherheitsgarantien das sind? Ja, könnte ich. Das war's. Okay.